herzlich willkommen. Schön, dass Sie mit dabei sind, meine Damen und Herren, zum Quiz Olymp. Natürlich heute auch wieder tolle Kandidaten gegen unseren Olymp dort oben. Und die beiden, die wir heute eingeladen haben, die dürfen hier stehen ohne Trennscheibe, weil sie tatsächlich Haus, Bett und sonst was alles teilen. Sie sind nämlich ein Paar. Freue mich sehr, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Hier sind aus der Schweiz Luke Haney und Christina Luft. Hallo. Kennengelernt bei Let's Dance. Darüber sprechen wir gleich noch. Für euch beide geht's gegen die da oben, wie immer. Unsere Quizkönigin, herzlich willkommen, Marie-Lise Fink. Hallo. In der Mitte natürlich immer Professor Dr. Eckhard Freise. Und rechts außen Thorsten Zirkel, unser Quiz-Ass. Hallo. Bevor ich mit euch spreche, muss ich eins noch mal an dieser Stelle deutlich sagen. Ihr habt gegen die Jäger, ja, gewonnen. Und das zweimal. Einmal hier und dann auch noch einmal bei dem Rückspiel, auch bei Gefragt gejagt. Ihr seid gut. Ich habe euch gar nicht gelobt dafür. Sehr gut. Danke. Das heißt aber jetzt für euch, ihr habt wirklich schwere Gegner. Deshalb bin ich auf eurer Seite natürlich immer, weil drei auf zwei wäre ja fies. Deshalb machen wir 3 gegen 3. Und für Sie zu Hause, Sie können auch mitspielen. Ganz einfach mit der ARD-Quiz-App. Ganz einfach runterladen, mitspielen und vielleicht auch mitgewinnen. Ja, die Möglichkeit besteht auch. So, jetzt mal zu euch beiden. Let's Dance. Bei welchem Tanz hat es denn gefunkt? Oder war das ein schleichender Prozess? Es war auf jeden Fall schleichend, aber eigentlich, also wir haben uns bei Let's Dance super verstanden. Ja. Uns hoch konzentriert. Ich habe mir höchste Mühe gegeben, dem irgendwie so recht zu werden. Und dann haben wir uns zum Glück nach Let's Dance noch ein bisschen getroffen und dann hat es dann gefunkt. Christian, du hast ja des Öfteren schon Menschen plötzlich vor dem Körper gehabt, die nie getanzt haben. Hast du bei ihm gleich gespürt, dass da ein Talent ist? Also das Talent war definitiv da, aber noch nicht fürs Paartanzen, leider. Okay. Aber ihr habt es ja super gemacht. Ihr seid Dritter geworden, oder was war oder? Ja, wir waren im Finale Dritter geworden. Ja, toll, super, gut. Ich hoffe, es läuft heute auch so harmonisch und gut gegen die da oben. Die dürfen jetzt erstmal wählen. 3 Kategorien möchte ich euch gerne vorstellen. Bücher und Wörter, Sport und Freizeit und Medien und Unterhaltung. Marie-Lise entscheidet sich für Medien und Unterhaltung. Eckhard nimmt Bücher und Wörter und Thorsten nimmt Sport und Freizeit. Ihr dürft jetzt überlegen, welche Kategorie und gegen wen. Also für die Kategorie wäre ich für Medien und Unterhaltung. Da mache ich mit. Gut. Gut. Da fängst du an heute. Ja, da mache ich auch mit. Sehr schön, machst du auch mit, das ist gut. Bleibst bei uns. Marie-Lise antwortet zunächst, ihr könnt danach in aller Ruhe dann antworten. Hier ist Frage Nummer 1. Wie bezeichnet man Sendungen mit sehr hohen Einschaltquoten als Nachtwächter, Straßenfeger, Uhrableser oder Stadtführer? Ja. Das geht noch, ne? Oder? Das geht tatsächlich noch. Also, was weißt du es? Ich bin gerade so ein bisschen am... Vielleicht gibt es das in der Schweiz gar nicht so. Das ist vielleicht eine Vokabel, die man in der Schweiz... Aber ja, wir haben nur schlechte Quoten, da hast du völlig recht. Oder meintest du die Antwort? Nein. Nee, ich kenne es jetzt echt nicht. Also ich glaube, wenn es jetzt spät läuft, dann würde ich es... Ah, nee, Nacht. Die Idee ist natürlich, dass die Leute alle zu Hause sitzen und keiner mehr auf der Straße ist. Deswegen Straßenfeger. Soll ich drücken? Ja, drück du. Hast du auch genommen, ne? Ja, ist ja schöner als das Englische. Da sagt man ja Blockbuster. Das bezeichnet ja eigentlich einen Typus von Bombe. Ja. Und insofern sollte man vielleicht doch wieder das deutsche Wort bedienen und wieder aus der Kiste holen. Wobei es ist ein sehr deutsches Wort, eine Straßenfeger. Das klingt schon sehr hart. Aber es ist gerade aus den ersten Jahren des Fernsehens, kommt es her. Weil früher, wo es nur 1 oder 2 Programme gab und wenn da so ein richtig starker Krimi lief, guckte wirklich die ganze Nation und die Straßen waren menschenleer. Das war ein Straßenfeger, das stimmt. Richtig. Punkt für euch beide. Frage Nummer 2. Nach dem Rückzug von Prinz Harry und Meghan Markle aus dem britischen Königshaus sprach die Presse Anfang 2020 vom Buckinghammer, Hurricane, Maxit oder Archividerci. Ja, also ich habe das natürlich, das hat mir dann mitgekriegt, aber Also ich glaube, das ist eigentlich dieses Buckinghammer, oder bin ich jetzt völlig daneben? Ich würde vom Gefühl her Maxit sagen, tatsächlich. Ja, was, wegen der Meghan jetzt hier? Ja, genau. Okay. Drück! Darf ich drücken? Oh, du fängst super an hier. Gut. Was hat denn Marie-Louise genommen? Auch natürlich? Ja, schweren Herzens den Maxit, obwohl ich Archividerci wirklich sehr viel schöner finde. Archividerci ist eine tolle Wortschöpfung. Ihr habt es genommen, sie hat es genommen. Ist natürlich richtig, jawohl. Letzte Frage, Medien und Unterhaltung.
Wer hieß mit richtigem Vornamen Destiny Hope, bevor sie ihn 2008 offiziell ändern ließ? Christina Aguilera, Katy Perry, Selena Gomez oder Miley Cyrus? Gomez sicher nicht. Nee, ich glaube auch nicht. Heißt einfach auch Selena Gomez. Christina Aguilera glaube ich auch nicht. Wahrscheinlich Katy Perry. Ich vom Gefühl her Miley Cyrus. Oh Mist. Sehr gut. Wir sind uns richtig einig. Ich merke es. Was machen wir jetzt? Du vom Gefühl her Miley Cyrus und du? Ich vom Gefühl Katy Perry. Ja. Weil ich so denke, das klingt ja mehr... Also, nee, Cyrus, warte jetzt mal. Nein, Cyrus, der Vater heißt auch Cyrus. Ja. Die hieß sicher nicht Hope. Destiny Hope Cyrus ist doch dann der Vorname. Mensch, okay. Destiny Hope Cyrus meinst du dann? Destiny Hope Perry oder Destiny Hope Cyrus? Also, Katy Perry klingt komplett erfunden. Miley Cyrus hieß sie. Ich glaube, sie hat nur ihren Vornamen geändert. Aber ich weiß es nicht zu 100%. Heißt doch, die andere heißt doch auch, ja, ihre Schwester heißt Noah. Von wem? Von der Miley. Oh. Die heißt Noah Cyrus, aber dieses Hope habe ich einfach nie gesehen. Aber okay, mit deiner Erklärung finde ich das jetzt auch plausibel und ich glaube, wir müssen uns, glaube ich, mal entscheiden. Okay. Drücken Sie. Drücken Sie. Jetzt sind wir wieder beim Sie. Drücken Sie. Oh Gott, es wird immer schlimmer. Drücken Sie in Luft. Und? Also ich glaube, dass Christina Aguilera und Selena Gomez beide wirklich schon immer so hießen. Katy Perry heißt, meine ich, Elizabeth Catherine und Miley Cyrus hieß vorher Destiny Hope. Und der Name Miley entstand aus dem früheren Spitznamen Smiley, weil sie nämlich immer sehr, sehr viel als Kind gelacht haben soll. Und da wurde dann eben Miley Cyrus draus. Das ist richtig! Gut, 3-3. Perfektes Spiel war Medien und Unterhaltung. Ist doch super. Und für euch jetzt, Luca und Christina, ihr dürft wählen aus drei Kategorien, die ich für euch habe. Mhm. Macht und Geld, Kinofilme und draußen im Grünen. Macht und Geld würde ich jetzt erstmal nicht nehmen. Das nimmt sicher noch einer. Oder hättest du das gerne genommen? Ich wäre für Kinofilme oder draußen im Grünen auch. Kinofilme bist du ja auch so stark. Aber Luca, was ich phänomenal finde, wenn du jetzt so sprichst, du hast überhaupt keinen Akzent. Dann würde ich sagen, wir nehmen Kinofilme. Ja, gut. Wir gehen ins Kino. Ab geht's. Wir gehen in Trino. Ja. Kinofilme. Hier kommt erste Frage, Kinofilme. Bitteschön. Welcher deutsche Kinoerfolg mit Daniel Brühl und Katrin Sass wurde unter anderem mit dem Europäischen Filmpreis ausgezeichnet? Goodbye Lenin, Ciao Ciao Marx, Adel Trotzki oder Adios Engels? Das weiß ich tatsächlich. Und zwar gibt es nur einen von den Filmen, es ist Goodbye Lenin. Gut, da stimme ich dir total bei. Soll ich? Ja. Soll ich? Die Unstimmigkeit wäre bei uns im Drücken. Genau, sehr gut. Also. Und? Ja, ich finde die anderen Titel auch wieder toll, ne? Also Wahnsinn. Heute ist echt Kreativität hier Absolut. Angesagt. Ja, aber Goodbye Lenin war's. Goodbye Lenin, mega erfolgreich. Bester fremdsprachiger Film beim Europäischen Filmpreis. Goodbye Lenin, jawohl. 4-4. Was war denn euer stärkster Tanz eigentlich bei Let's Dance? Wo wart ihr so richtig überzeugend gut? Und wir hatten einige mit voller Punktzahl tatsächlich. Ja. Contemporary war dabei, Cha-Cha war dabei, Jive war dabei. Also das eher Schnellere. Wir reden über das Tanzen auch bei der nächsten Frage. Ist ein Kultfilm. Ihr seid wahrscheinlich fast zu jung für diesen Kultfilm, aber läuft trotzdem andauernd. Vielleicht habt ihr ihn gesehen. Ich möchte wissen, welcher dieser Sätze stammt nicht aus dem Kultfilm Dirty Dancing? Geh und spiel mit deinen Puppen. Mein Baby gehört zu mir. Du hast ziemlich große Füße oder kümmert euch um die Töchter. Ich habe den auch nie gesehen. Echt nicht? Nein. Nein! Das ist doch ein Frauenfilm. Ja, deshalb gucke ich ihn aus Prinzip nicht. Habt ihr ihn geguckt, Dirty Dancing? Ja, das gehört zum Repertoire einer Tänzerin eigentlich. Ja. Mein Baby gehört zu mir ist der Klassiker. Ist da nicht der Satz auch daraus, ich habe nur die Wassermelone getragen? Ja. Ja. Das ist doch der Satz der Sätze eigentlich. Den, ne, kenne ich sogar. Ist dann überhaupt noch was anderes gesprochen? Also ich hätte jetzt gesagt, du hast ziemlich große Füße, wäre ein bisschen plump für den Film. Hätte die Romantik auch ein bisschen rausgenommen. Also du hast ziemlich große Füße. Du hast genommen, geh und spiel mit deinen Puppen.
Ja, für mich besteht der Film eigentlich auch nur aus den zwei Zitaten mit der Wassermelone und My Baby gehört zu mir. Und ja, dann habe ich auch zwischen den beiden geschwankt. Also wir machen jetzt mal Folgendes. Wenn du nicht recht haben solltest, musst du bis zu einer der nächsten Sendungen den Film mal geguckt haben. Ja, schweren Herzens. Doch, mach mal. Nicht schlimm, ich habe ihn auch schon mal gesehen. Nein, er ist ein süßer, das ist gerade so eine ganz emotionale Papa-Tochter-Geschichte. Aber ein Satz, und da fand ich von Christina die Herleitung super, das ist doch nicht, das sagt man doch nicht, du hast ziemlich große Füße. Ist richtig, jawohl! Yes. Ihr führt. Und Marie-Louise guckt den Film. Ja. Ja. Okay. Danke. Kinofilme, die letzte Frage. Also, wer war 2020 in Christopher Nolans Blockbuster Tenet in der Hauptrolle zu sehen? Der Bruder von Margot Robbie, der Sohn von Denzel Washington, Tochter von Tom Cruise oder die Schwester von Jennifer Lawrence? Ich habe ihn nicht gesehen. Ich habe ihn Hast auch du den nicht Film auch nicht gesehen? Nein, okay. Tenet, was war denn das schon wieder? Das ist sicher so, aber es ist ein bisschen Science Fiction, oder nicht? Ich würde sagen, Bruder von Margot Robbie, vom Gefühl her. Tochter von Tom Cruise ist noch ganz die klein. Die ist, glaube ich, noch, ja, noch jung. Ich weiß nicht mal, was wird wahrscheinlich jemand Erwachsenes sein. Ja, dann gehen wir wahrscheinlich auf diesen Bruder, ne? Ja. Marie-Louise hat für ihre Verhältnisse extrem lange gewartet. Fast die ganze Zeit. Und du hast dich dann entschieden für Sohn von Denzel Washington. Ja. Also ich hatte im Hinterkopf, dass die Tochter von Tom Cruise jetzt so aus der Öffentlichkeit ein bisschen rausgehalten werden soll. Am Anfang war sie ja sehr präsent und ist dann komplett abgetaucht. Deshalb dachte ich, das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Und da ich nicht weiß, worum es in dem Film geht, habe ich dann geraten, dachte, Sohn von Denzel Washington, der könnte jetzt auch in so einem Alter sein, wo man in Filmen mitspielt. Thorsten? Das ist wie alle Christopher Nolan-Filme einer, der mit der Zeit spielt. Also ich glaube, man muss ihn dreimal sehen, um ihn zu verstehen, wenn ich das so richtig gelesen habe, was da passiert. Aber der Sohn von Denzel Washington, der ist auch großer Sportler und ist dadurch auch irgendwie in die Filmbranche gekommen, weil er auch was darstellt vom Body her, aber hat auch das Schauspielertalent seines Vaters mitbekommen. Was darstellt vom Body her und du machst den hier, das ist schön, das ist super. Ja. Also er hat ja eine Profi-Football-Karriere, das war nun mal so semi-erfolgreich, deshalb zurück zum Film. Und die Antwort, die uns Marie-Louise gegeben hat, ist richtig. Jawohl, damit haben wir wieder Punktgleichstand, 5-5. Aber erstmal gutes Duell gegen Marie-Louise. 5-5, sehr anständig. Ihr dürft wählen, dort oben die Herren bitte. Und zwar aus diesen drei Kategorien. Glaube und Religion rund um die Welt und Mode. Eckart, wusste ich, nimmt Glaube und Religion. Thorsten nimmt rund um die Welt. Oh Gott, beides wolltet ihr. Ihr wolltet Mode gerne, ne? Ja. Ich glaube, gehen wir erstmal mit rund um die Welt. Ja. Mhm. Okay, dann spielen wir rund um die Welt. Lass es machen. Thorsten, fang mal an. Erste Frage. Guck mal, was die Grafik hier leistet. Ein verkehrt rumes Fragezeichen. Das ist schon mal toll, ne? In welcher Sprache werden umgedrehte Frage- und Ausrufezeichen an den Satzanfang gestellt? Im Spanischen, im Japanischen, im Tschechischen oder im Afrikaans? Also ja, Japanisch glaube ich auf keinen Fall, weil da kommen, glaube ich, keine Fragezeichen drin vor. Nee, das sieht ja eh anders aus. Ich habe das Gefühl, Spanisch, das ist nicht? Spanisch. Super. Oh, Mensch. Schon wieder? Ich habe gewöhnt Spanien. Eh, auf keinen Fall. Aber sonst ist harmonisch bei euch, ne? Ja. Afrikaans, ich weiß gar nicht, wie die geschriebene Schrift da aussieht. Spanisch. Schreiben jetzt hier irgendwie... Ich wollte gerade was Spanisches Loco sagen. Poco, ich weiß auch, ich kenne keine Hola. Spanisch. Hola. Hasta mañana, ist das da Spanisch? Da passen doch weiß Fragezeichen zu. Auch. Hasta mañana. Also... 3, 2, 1. Ja. Gut, Spanisch. Also erst einmal finde ich, wenn man weiß, warum es gemacht wurde, die Sache total klasse und gut. Das ist im 19. Jahrhundert eingeführt worden, weil man schon gleich am Satzanfang erkennt, ob es sich um eine Frage handelt. Und das ist eingeführt worden im Spanischen. Ja, sehr gut. Damit habt ihr schon mal richtig. Aber die entscheidende Frage ist, wusste Thorsten das auch? Lieber Thorsten. Ich habe es nie in der Schule gehabt, aber
ich wusste, es ist eine Sprache, die auch bei uns relativ häufig zu sehen ist, auch geschrieben. Und wenn man sich die vier anguckt, was ist am häufigsten zu sehen? Das ist das Spanische. Hat er auch genommen. Wisst ihr, so ist das bei ihm. Ja. Wir spielen rund um die Welt die zweite Frage. Wie heißt eine Schweizer Gemeinde unweit der französischen Grenze? Spaghetti, Tortellini, Ravioli oder Lasagne? So, jetzt kannst du, ja. Luca, jetzt. Jetzt ist deine Chance. Ja, genau. Das ist mein großer Moment. Ja. Spaghetti, Tortellini. Ich bin für La, weil Städte fangen doch an, oft an mit La. Also La ist auf jeden Fall sehr französisch. Das ist eigentlich auch das Einzige, was jetzt hier im ersten Moment... Lasagne. Ja, aber La, ich wäre auch für La. Also ich glaube, wenn man keine Ahnung hat, ist das das Einzige, was wirklich so französisch, La. Ne? Hast du deshalb auch das genommen? Deshalb habe ich es auch genommen. Und es gibt ja zum Beispiel in Frankreich die Bobbahn La Plagne. Deshalb dachte ich, es klingt phonetisch so ein bisschen ähnlich. Lasagne wird es vielleicht sein, wenn es jetzt einer der drei anderen ist. Schön, auf jeden Fall ist das ein schöner Fakt, den man immer mal wieder verwenden kann. Das ist auf jeden Fall lustig. Also, ich glaube, keiner von uns hat das jemals gehört. Es sei denn, er hatte das Glück, weil man da auch sehr schön Urlaub machen kann, in der Region da mal gewesen zu sein. 1000 Einwohner zählt gerade mal diese kleine Gemeinde. Im Kanton Neuenburg gelegen. Neuenburg. Und Lasagne ist richtig. Jawohl, stimmt. Nicht super. Läuft rund um die Welt. Was ist die bei australischen Ureinwohnern beliebte Wambo Mambo? Peeling aus Tannennadeln, Meditation im Outback, Massage mit Bambusrohren oder Tanz mit Wildtieren? Thorsten überlegt, das ist ein gutes Zeichen für euch. Er hat eine 25%ige Chance, richtig zu... Ja. So eine Bambusrohrmassage würde ich jetzt auch nehmen. Das Peeling auf Tannennadeln gleich hinterher. Oh, schön. Aber Outback macht natürlich hier sehr, sehr viel Sinn. Deswegen, ich wäre jetzt mal auf dieses, also Wildtiere. Aber was Bambo, meint denn Mambo. Christina? Was meint denn Christina? Ich habe absolut keine Ahnung. Tanzen finde ich immer gut, aber ich dieses Mal höre ich mal auf dich. Christina Luft mit dem Wambo Mambo. Oh, aber Wambo Mambo klingt schon tänzerisch. Der letzte Wambo von Paris. Aber man tanzt doch nicht mit den Wildtieren. Tanz mit Wildtieren, das war wahrscheinlich der letzte Tanz, ja, den sich jemals gemacht haben. Ja. Komm, nehmt irgendwas. Ist es, wir nehmen, ich kann euch dahingehend beruhigen, der Thorsten hat das auch falsch gemacht. Deshalb ist es egal, was ihr macht. Macht Schnick, Schnack, Schnuck und haut rein. Okay, warte jetzt mal. Ich bin für Tanz, du bist für Meditation. Schnick, Schnack, Schnuck. Und? Ich glaube, es ist der okay. Und Schnick, Schnack, Schnuck. Also oh Meditation. Gott, jetzt ist es die Meditation. Aber Wambo Mambo. Wambo Mambo. Drück auf Tanz. Mir ist es egal. Drück auf Tanz. Es wird ja nicht besser, wenn man nicht drückt. Ich weiß. Zack. Nein, es ist sicher der Tanz. Nicht euer Ernst jetzt. Ich habe ja schon gesagt, der Thorsten hat es falsch gemacht. Der hat Tanz mit Wildtieren genommen. Wieso denn? Ich habe mir gedacht, das ist vielleicht so eine Art, die Ureinwohner, wie die eins sind mit der Natur, was sie dann auch mit den Tieren, die dort rumlaufen. Nee, es ist was ganz anderes. Das heißt übersetzt so viel Wambo Mambo, was in die Tiefe geht. Und in die Tiefe geht natürlich Meditation und Wildtiere, alles, aber auch eine Massage. Und das ist wirklich so eine quasi fast schon Ganzkörpermassage, wo man als Unterstützung Bambusrohre nimmt und die dann so über den Rücken rollt, was dann so schön in die Tiefe geht. Soll wunderschön sein, hab's noch nicht erleben dürfen, wir alle noch nicht. Deshalb kein Punkt für niemanden. 7-7. Ihr spielt trotzdem sehr gut. Gut. Jetzt dürft ihr wählen. Und das muss er dann erstmal spielen. Mhm. Und ihr wählt zwischen TV-Serien, Essen und Trinken und im Labor. Hm. Ich würde es mal sagen, Labor ist raus. Gut. Wir zwei Genießer, also essen tun wir gerne. Essen, aber wir essen gerne. Wissen wir auch, was wir da essen? Beides zusammen. Ja. Essen und TV-Serie gucken. Serie gucken. Essen und Trinken oder TV-Serien? Was willst du? TV-Serien. TV, uiuiui, TV-Serien. Ah. Oh.
Frage Nummer 1. Welcher Ausruf ist untrennbar mit der Comedy-Serie The Big Bang Theory verbunden? Bazinga, null problemo, ay caramba oder jabadabadu? Ja, da bin ich voll dabei. Du bist dabei? Ja, das ist Bazinga, das weiß ich zu 300%. Bei der Serie bin ich ein bisschen raus. Ist eine tolle Serie, oder? Ja, ich finde sie auch super. Oh. Ihr seid so jung zusammen, da guckt man noch keine Serien. So, was hast du genommen? Also, null problemo ist Alf. Ay caramba von Simpsons. Jabba dabba du ist das, was Sheldon Cooper auch manchmal sagt, deshalb ist das richtig. Und jetzt würde er Bazinga sagen. Bazinga, nein, ist richtig. Aber Jabba dabba du eigentlich Fred Feuerstein. Nein, das war jetzt, das sagt ja Sheldon Cooper, wenn er irgendwie meint, einen Scherz zu spielen und andere reinzulegen. Ja, Bazinga habt ihr beide genommen, ist richtig. Jawohl. Nächste TV-Serie-Frage. An welche Charaktere erinnern die Outfits der Streifenhörnchen Chip und Chap? Die Ritter des Rechts. Indiana Jones und Magnum, Captain Kirk und Columbo, Terminator und Rambo oder Obi-Wan Kenobi und Highlander? Chip und Chap. Guck mal. Nee. Was meint ihr? Ich weiß nicht. Du weißt es schon. Ich kenne sogar das Titellied auswendig. Ist es? Sing doch mal. Super. Ja, jetzt halt es. Sing es ja da. Ist es da, wo dann der Bär Flugzeug fliegt? Das ist was anderes. Ah, nee, das Captain ist. Captain Baloo. Ey, ganz ehrlich, ich weiß ja, ihr habt ja wahrscheinlich Manager, ne? Aber wenn ich euch. Ey, das schreit nach einem Duett. Voll. Ja, auf jeden Fall. Aber Wahnsinn. Ja, die haben so ganz süße Hütchen auf und eine Lederjacke. Also ist es Indiana Jones tatsächlich. Super. Ey, ganz ehrlich, ihr quizt heute, das ist der Hammer. Aber guck mal, ihr habt Thorsten schon wieder voll im Sack. Er hat nämlich Obi-Wan Kenobi und Highlander genommen. Wie konnte das passieren? Ich hatte irgendwie so Mäntel. Haben ein Beweisfoto. Lange ich im Kopf. Ja. Für alle, die nicht wissen, wovon die hier reden. Beweisfotos, wir wollen sie sehen. Ja. So. Und das sieht sowas von nach Magnum aus, dieses Hawaii-Hemd. Und natürlich Indiana Jones. Das stimmt, ihr führt mit 9-8. Hier kommt die letzte Frage, TV-Serien. Die in den 1950er Jahre spielende Erfolgsserie The Marvelous Mrs. Maisel handelt von einer Hausfrau, die zum Mond fliegen will, die das Teleshopping erfindet, die zur Bühnenkomikerin will oder die bei einer Werbeagentur anheuert. Ich habe absolut keine Ahnung, aber 50er Jahre war die ja Frau so Maisel. Frauen an, vor und so, die konnten wollen Frauen da alles erreichen, aber nicht, deswegen musste das Großes sein. Es gab aber einen ganz tollen Film über eine Frau, die Teleshopping angefangen hat. Also unterschätzt es nicht. Hey, ich dachte, ja, unterschätzt es nicht. Ja. 1950er Werbeagentur. Entweder Mond oder Teleshopping. So eine Werbeagentur. Würde ich sagen. Was hast du gelesen? Ich wollte schon wieder was sagen, aber du hast es schon vernichtet. Ja, also, nein. Nein. Nein, ich habe mir gerade so gedacht, weißt du so, die Frau Maisel hier hatte eine mega Werbeagentur. Ah, nee, sie hat angeheuert. Danach hat die sicher übernommen auch. Das wäre jetzt mein Ding gewesen. So, dann fragen wir jetzt mal deine Partnerin. Was ist ihr Ding? Die ist ja momentan so gut bei den Filmen. Was meinst du denn? Also, ich bin tatsächlich zum Mond fliegen, weil es irgendwas Großes ist. Sie ist ja Marvelous. Muss irgendwas Großes sein. Aber 50er Jahre habe ich irgendwie das Gefühl, Teleshopping war da irgendwie groß. Ja, okay. Fürs Teleshopping. Aber ich weiß nicht. 10 Sekunden ab jetzt. 10 Sekunden laufen. Ihr müsst. Ihr habt noch Teleshopping erfindet. Da war Thorsten jetzt sich relativ sicher zur Bühnenkomikerin wird. Ich glaube, es geht also um diese Mrs. Maisel, die ein bisschen zu Hause rumsitzt, über ihr Leben sinniert und sich auch ein bisschen betrinkt und dann irgendwie ausgeht und dabei irgendwie plötzlich auf der Bühne landet und aus ihrem Leben eigentlich nur erzählt. Und alle finden das mega lustig und finden sie besser als diejenigen, die da engagiert sind. Und dann bastelt sie sich so ihr eigenes Programm und hat damit wirklich Erfolg. Cool. Der Punkt geht an Thorsten. Aber damit haben wir Punktgleichstand 9-9. Das ist super. Mehr ist gegen die auch nicht drin, also unentschieden. Sehr gut.
Das heißt, Eckhard ist an der Reihe und darf sich ganz alleine aus drei Kategorien seine Lieblingskategorie aussuchen. Muss ich jetzt singen? Wobei sie wollt fast nicht. Genau. Naturereignisse, Musik und Hits und die 2000er, lieber. Die Naturereignisse sind bei mir ausgeblendet, nicht? Willst du sie denn haben? Dann drücke ich für dich. Ja, ich probier's mal. Passend zu deinem grünen Pullover kriegst du die Naturereignisse. Du darfst anfangen, Eckhard. Frage Nummer 1, Naturereignisse, lautet: Was hört man bewiesenermaßen in besonders trockenen Wüstengebieten? Singende Sanddünen, schreiende Oasen, klatschende Sonnenaufgänge oder sprechende Steine? So. Schreiende Oasen, ich meine, klar, trocken und die wollen Wasser. Oasen? Schaffe du! Oh, Oasen! Oh, ja, okay. Wenn ich versuche herzuleiten. Ja, jetzt. Da gibt's ja Wind. Ja. Und wenn ich mir vorstelle, die Wind und Dünen. Ja. Könnte das Geräusche machen. Und das könnte wie Singen klingen. Boah! Hammer! Ja. Was hast du denn genommen? Muss ich alte Sanddüne jetzt singen? Ne? Ja. Ich war noch niemals in Dubai. Ja. Ich hatte immer nur Katar. Ja. Singende Sanddünen. Es ist genau das Phänomen des Windes, der da so über diese geriffelten Dünen streicht. Und das kommt tatsächlich daher, dass im Inneren der Sanddünen diese kleinen Sandkörnchen wirklich durch diese Reibung diese Laute von sich geben. Das stimmt wirklich. Und deine Herleitung, das war der Hammer, ist richtig. Mega. Super. Ihr seid echt ein Traumpaar hier beim Quizzen. Das ist super. Oh. Nächste Frage, Naturereignisse. Sieht man am Himmel einen Hauptregenbogen, so fällt auf, er ist außen immer blau, grün, gelb oder rot? Weißt du, man hat es ja schon echt gesehen, man ist immer so begeistert, wenn man ihn sieht, aber achtet man wirklich darauf? Nein, man achtet welche Farbe auf, ist jetzt außen? Also ja. Ich habe mir mal eine Eselsbrücke gebaut. Hast du eine Eselsbrücke? Ja, gibt's da eine? Ja. Oder hast du selber eine erfunden? Für zumindest die Extreme. Sag doch mal. Kann man es irgendwie herleiten von, oder wenn man sich eine Flagge vorstellt, haben die das auch so gemacht wie ein richtiger Regenbogen? Wenn ja, so eine, stimmt. Weißt du, ja. Das hätten wir vielleicht auch präsent. Stimmt. Und so eine Regenbogenflagge, was ist da außen? Aber, ja, wäre eine Herleitung, aber ich weiß es auch nicht. Ich bilde mir ein, ich weiß es aber wirklich nicht, dass man das außen nicht so doll sieht. Und der Himmel ist ja auch blau. Dann wäre es nicht blau. Doch, ich hätte jetzt gedacht, es wäre blau, weil der erste Streifen mit dem Blau von Himmel so ein bisschen. Aber du hast völlig recht, das ist jetzt nie, dass der so markant, glaube ich, mega knallige Kante hat. Also entscheidet euch. 10 Sekunden habt ihr jetzt. Blau? Ja. Okay. Guck mal, Eckhard hat gelb genommen. Ja, ich habe verzweifelt violett gesucht, das kam nicht vor. Jetzt mal die anderen beiden Brains da oben. Was hättet ihr denn genommen? Irgendwann hatte ich sicher, dass sowohl violett als auch rot an einer der beiden Seiten ist. Weil es gibt ja die Infrarotstrahlung und die Ultraviolette. Die sind extrem. Ja. Und dann jetzt merken, was ist wo. Und es ist jetzt eine ganz banale phonetische Sache. Rot oben, blau oder violett unten. Das U. Sei mir nicht böse, aber mit der Eselsbrücke wirst du nie berühmt. Also das ist muss man ja nicht. Eselsbrücken müssen ja nur für einen selber funktionieren. Und wenn man es damit drin hat. Blau oben. Blau unten. Blau unten. Also das letzte. Und rot oben. Ach so. Ich zähl jetzt beides aus. Also es hat ja letztendlich nur was mit Lichtbrechung zu tun. Ja. So. Und da ist es tatsächlich so, dass ihr beide daneben liegt. Es ist tatsächlich so, dass rot außen ist, genau andersrum als du hast. Und wir haben auch mal ein Foto, falls ihr uns immer noch nicht glauben. So sieht es nämlich aus. Ja. Da siehst du oben das Rote, aber unten ist im Grunde genommen das Phänomen, was du beschrieben hast. Das Blaue geht so über, das erkennt man dann nicht mehr richtig. Deshalb war es schon relativ gute Herleitung, nur falsch rum. Kein Punkt. Aber es bleibt beim Punktgestand von 10 zu 10. Naturereignisse, eine haben wir noch. Welche Laune der Natur macht den Berg Torkatten zu einem Wahrzeichen entlang der norwegischen Hurtigrouten? Speit ganzjährig Feuer, hat die Form einer Glühbirne, hat ein breites Loch in der Mitte oder ist von Palmen bewachsen?
Ich war schon in Norwegen tatsächlich. Oh. Mehrmals. Ich war noch nie in Norwegen. Feuer glaube ich nicht, weil ich habe so eine Transatlantikroute gemacht und war dann auch in Island und fand da dieses ganze Thema so interessant. Ja, blubbert ja überall in, auf Island. Genau, und wenn das in Norwegen so gewesen wäre, hätte ich das mitbekommen. Also es ist ja keine Palmen, oder? In Norwegen. Noch keine Palmen. Hat die Form einer Glühbirne? Wenn man die Form einer Glühbirne hat, kippt das nicht dann irgendwo, weil es dann dünner ist. Steht ganz alleine auf diesem kleinen Nöppel da unten. Torkatten. Wie hast du das ausgesprochen? Ja, richtig. Torkatten. Torkatten. Hurtigruten. Weißt du, was denn eine Hurtigruten? Das ist so eine Route. Eine Wanderroute. Eine Wanderroute, so. Keiner wandert zu Palmen. Nein. Die Glühbirne kippt um. Und die Leute wollen, die wollen was sehen. Die wollen das Loch sehen. Die wollen. Ich weiß die nicht. Die wollen ein Loch sehen, aber die wollen. 10 Sekunden ab jetzt. Oh Gott. Okay. Oder Spike, ganz. Nein. Die müssen was zu sehen. Wollen den Loch sehen oder wollen die Feuer sehen? Die wollen das Loch sehen. Die wollen das Loch sehen. Gott. Oh mein Gott. Oh Gott. Der Eckart hat genommen die Form einer Glühbirne. Beides kann man sich vorstellen. Also so ein Fels, der so eine Form einer Glühbirne hat, unten ganz eng, oben auseinander geht, das sieht schön aus. Also ich habe vor meinem inneren Auge so eine Aussichtsplattform, wo sehr viele Leute stehen und dann so auf einen Fjord gucken. Und der hat eine ganz merkwürdige Form, diese Plattform. Die ist unten rund. Und wenn sie oben auch noch ein bisschen rund wäre, dann hätte man eine Glühbirne. So, und ihr habt das Loch genommen. Bevor ich die Geschichte hinter dieser Attraktion bei der Hurtigroute spreche, zeige ich euch das Foto. Das ist ein Loch? Das ist ein Loch. Das, so sieht keine Glühbirne aus, noch nicht mal ein Halogenstrahler. Es ist ein Loch, tatsächlich 25 Meter breit, 35 Meter hoch, 160 Meter tief. Und die Sage sagt, dass dort ein Troll einen Pfeil durchgeschossen haben soll und dass das so entstanden ist. Ja, super. Das gucken wir uns an. Ja. Ihr wählt die letzte Kategorie. Ihr führt mit einem Punkt, 11-10. Und wir hätten Deutschland, Körper und Geist und aus dem Leben. Ich möchte eigentlich nicht Deutschland nehmen. Ja, auch auf die Gefahr hin, dass er sich damit gut auskennt, würde ich tatsächlich Körper und Geist nehmen. Ihr habt beides? Ja, machen wir. Ja. Ja? Körper und Geist. Dann fangen wir mal an, Eckart. Mein Körper lässt zu wünschen übrig, ja. Mein Geist werden wir gleich sehen. Lieber Eckart, was droht, wenn man beim Training die anaerobe Schwelle überschreitet? Man beginnt zu schwitzen, die Muskeln übersäuern, man verbrennt zu viel Fett oder man bekommt Seitenstechen. Das kennt ihr doch als Sportler. Ja. Ich würde jetzt sagen, dass die übersäuern. Ja, Muskelkater. Oder? Und dann. Ich kriege wahrscheinlich auch noch Seitenstechen, aber das ist ein anderes Thema. Und schwitzen auch noch. Fett haben wir auch verbrannt. Aber ist okay? Ja, ja, also, das nehmen wir. Ist das sauber? Gut. Ein saurer Muskel. So, das hast du auch genommen. Ja. Also ist ja so, dass Muskeln brauchen einfach bei der Belastung wahnsinnig viel Energie. Ja. Verbrennen, verbrennen, verbrennen. Und irgendwann kommt halt der Moment, wo sie komplett übersäuern. Das ist dann in der Phase. Das ist richtig Punkt für beide. Nicht schlecht. So, trägt man einen Gilchrist-Verband, dann hat man was? Den Arm in einer Schlinge, das Bein geschient, den Kopf bandagiert oder eine Halskrause? Schon mal gehört? Ich überlege die ganze Zeit, wo ist der Rist? Was ist das schon wieder? Ich gehe so eher davon aus, was ich alles schon hatte. Und dann hätte ich ja davon gehört. Also ich hatte schon das Bein geschient. Eine Halskrause hatte ich auch schon. Ich hatte noch nicht den Kopf bandagierend und den Arm in einer Schlinge. Also muss irgendwas davon der Gilchrist-Verband sein. Aber warte, was ist, bin ich jetzt völlig falsch, aber Rist. Ist das sagt man doch zu einem Körperding. Der Rist, bin ich jetzt falsch? Aber irgendwo ist doch... Wenn der Arm so... Das Rist. Könnte es doch sein, dieses, wenn man so... Ihr seid dann unter hätte Druck gehört, bestimmt. Ihr kriegt auch wieder 10 Sekunden. Oh Gott! Ja.
was sagst du denn? Arm in der Schlinge? Ja, du hast doch auch vom Gefühl als erstes gesagt. Rist, irgendwas mit Rist. Ihr habt noch drei Sekunden! So. Okay, oh, komm. Ah. Du hast die Halskrause. Dahinter fiel mir ein, ich glaube, das ist Kopf bandagiert, aber das ist egal. Habt ihr schon mal von Gilchrist gehört? Ihr beiden. Glücklicherweise habe ich mich wahrscheinlich noch nie so verletzt. Ich glaube, wir hatten das in unserem Rugby Erste-Hilfe-Koffer. Ja. Als Halskrause. Als Halskrause? Nackenverletzungen. Ich hoffe, ihr wart nie verletzt. Wenn du das als Halskrause genommen hättest, dann hättest du dich aufgehängt wahrscheinlich. Nee, das war ein US-amerikanischer Dermatologe und der hat das erfunden. Und das kennen wir eigentlich alles. Das ist zur Fixierung, wenn man dann tatsächlich seinen Arm in der Schlinge hat. Nein. Jawohl! Ruhigstellung von Schulter und bei Oberarmverletzungen, damit man das nicht belastet. Das heißt, ihr führt mit 13 zu 11 und habt auf jeden Fall schon mal die Hauptrunde gewonnen gegen die da oben. Mega. Und Eckart, letzte Frage. Welche Eigenschaft ist laut Psychologen typisch für Menschen, die eine histrionische Persönlichkeit besitzen? Starker Bewegungsdrang, extreme Schüchternheit, übertriebene Dramatik oder hohe Vergesslichkeit. Da kommt der Lateiner. Das ging schnell. So, ihr seid, er hat schon. Ja, er hat richtig. Ich hatte kein Latein, aber ich habe Psychologie studiert. Ah, und? Und ich sollte das wissen. Also es ist die übertriebene Dramatik. Ich kenne auch solche Leute schon. So wie Roche zum Beispiel. Ja, so schlimm ist es doch nicht. Hast du auch zu Ende studiert? Ja, ich bin Diplompsychologin. Oh, wusstest du das? Also, hast du das gewusst? Ja, ich wusste das, tatsächlich, das wusste ich. Ja. Rundum versorgt. Mit allen psychologischen Tricks eingefallen. Sehr gut. Ja, dann nehmt es. So, und jetzt kommt die lateinische Erklärung. Histrio ist der Schauspieler, der also mit Maske oder auch ohne Maske auf der Bühne agiert, und zwar übertrieben agiert. Eine histrionische Persönlichkeit. Viele Schauspieler sind Histrionen, aber auch Politiker, man denke an Donald Trump. Eine histrionische Persönlichkeit, nicht? Also, habt ihr beide genommen, übertriebene Dramatik. Und hier war die fachspezifische Erklärung richtig, da das Lateinische hergeleitete. Das stimmt, jawohl! Und damit haben wir ein Ergebnis von 14. Sehr gut. Von 12. Und das heißt im Klartext, dass ihr da oben anfangen dürft oder müsst oder wollt oder könnt. Und dafür ziehen wir jetzt aus den, guck mal hier, damit ihr das mal seht, hier sind die Karten von den dreien da oben. Und da dürft ihr jetzt gleich eine ziehen. Ich mische das Ganze nämlich durch. Mhm. Und ihr zieht. Oder sagt mir, welche ihr wollt. Wir sind ja nicht in einem Haushalt. Du bist der Glücksbringer, du darfst. Ich bin Glücksbringer. Von deiner Seite aus links. Also die hier? Ja. Okay. Und das, guck mal, habt ihr gerade schon gespielt. Ja. Professor Dr. Eckart Freise spielt. Jetzt kommt das Revanche-Foul. Komm bitte runter zu uns, lieber Eckart. Und du kannst mir noch sagen, ob du Gold oder Silber möchtest. Also Gold habe ich, glaube ich, nicht verdient. Mal nehmen Silber. Nehmen wir mal Silber. Ja. Okay. So, da vorne war der Punkt, ne? So. Hallo. So, hallo. Die beiden sitzen dir oder stehen dir im Nacken? Ja, bohrende Blicke. Ganz kurz nochmal für Eckart, für Sie zu Hause. Sie wissen, wie es geht. Insgesamt 12 richtige Antworten hat der Olymp gegeben. Das heißt, 12 offene Fragen warten jetzt auf Eckart. Für jede richtige Antwort natürlich einen Punkt. Los geht's, Finale. Laut bekanntem Sprichwort gilt, wer nicht hören will, muss fühlen. Korrekt. Welches geruchsüberdeckende Körperpflegemittel sprüht man sich zumeist unter die Achseln? Deo, Deodorant. Ist richtig. Ja. Einer der bekanntesten Hits der Band The Cure heißt Friday I'm in... Love. Ja. Ja. Frage 4. Welches Milcherzeugnis kann man in den Sorten Brie, Feta oder Parmesan genießen? Käse. Stimmt. Frage 5. Wie wird beim Ballett die erste Solotänzerin genannt? Prima Ballerina. Toll, da lässt er mich auch nicht mehr ausreden. Stimmt. Frage 6. Belgrad ist die Hauptstadt welches Landes? Serbien. Korrekt. Ashton Kutcher wurde berühmt durch die Comedy-Serie Die Wilden.
Kerle? Nee. Nee, das war, das war was für Kinder. Die wilden 70er. Dafür ist er viel zu jung. Das hat er nicht mitgemacht. Ich möchte wissen, ein Liger, ja, ist eine Kreuzung zwischen Tiger und? Löwe. Das stimmt. Ein Gigabyte oder ein Terabyte? Was beschreibt auf Datenträgern die größere Speicherkapazität? Terabyte. Das stimmt auch. Frage 10. Welches Partyspiel aus Japan heißt übersetzt so viel wie leeres Orchester? Mikado? Nee, Karaoke. Oh Gott. Boah, das ist aber gut. Aber weißt du, du wolltest zu schnell sein. Ja, ich wollte zu schnell sein. Karaoke. Karaoke, ja. In welcher Schweizer Stadt, Frage 11, hat der Fußballweltverband FIFA seinen Hauptsitz? Lausanne. Nee, Zürich. Das Olympische Komitee ist in Lausanne. Oh. Und Zürich, das ist ein wunderschönes Gebäude, wenn man so hochfährt, ja, mit Blick auf den Zürichsee runter, ah, traumhaft. Latter ist doch Zürcher, ne? Ja. Ja, natürlich. Letzte Frage. Welches in London geborene internationale Supermodel feierte am 22. Mai 2020 den 50. Geburtstag? Naomi Campbell. Das ist richtig, den Punkt kriegst du noch. Damit 9 von 12. Ihr habt gleich 14 Fragen. Das wird ein sehr, sehr spannendes Finale. Kurze Pause, bis gleich. Luca und Christina stehen im Finale, haben mehr Fragen richtig beantwortet in der Hauptrunde und haben deshalb jetzt 14 offene Fragen vor sich und müssen mindestens 9 richtig machen. Das heißt, 5 Fehler dürfen sein. Dann gibt es ein Stechen. Macht ihr 10, hättet ihr gewonnen. Das, schönes Gefühl, ne? Ja. 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 Wenn es denn soweit ist. Wenn's jetzt müssen wir nur festlegen, wer ist der Sprecher von euch? Was denkst du? Okay, wir beide schon. Guckt euch an, nicht nur verliebt, sondern auch hoffentlich zur richtigen Antwort kommen. Wenn ich was weiß, sage ich es dir. Okay, das wäre gut, ja. Das wäre von Vorteil. Ist es so. Ja. Also, erste Frage von 14. Wer alle Tricks kennt, ist laut Redensart mit allen Wassern gewaschen. Jawohl. Welcher Sänger landete 2020 in Deutschland den Top 10 Hit Übermorgen? Mark Foster. Ja, stimmt. Frage 3. In welchem Land befindet sich der Gardasee? Italien. Stimmt. Ihr könnt auch die 5 Sekunden laut mitmachen. Also, lest ihr von den Lippen ab gegenseitig. Sorry. Ihr könnt laut reden. Heath Ledger spielt eine Hauptrolle in der Komödie 10 Dinge, die ich an dir mag, liebe. Jetzt. Mag, liebe, schätze. Schätze? Nee, hasse. Hasse. Ja, das ist so, es geht, immer Leben immer, geht immer im Leben immer um Liebe oder Hass. Ja. Und das ist ja Übergänge manchmal fließend. Schätzen, wir waren einfach zu lieb. Frage 5. Welches Bauwerk steht im Fußballjargon für einen Schuss durch die Beine des Gegners? Penalty. Ey, wie heißt das denn? Bauwerk. Ah, Bauwerk. Ah. Zeit ist um. Tunnel. Tunnel. Ich hab dich getunnelt. Ja, Konzentriert euch. Ja. Jetzt aber. US-Präsident war von 1961 bis 1963 der Demokrat John F. Kennedy. Jawohl. Frage 7. Welches Fruchtgemüse gibt dem klassischen Pesto Rosso seine charakteristische rote Farbe? Tomate? Aha. Tomate, getrocknete Tomate. Ja, ja, Tomate, sehr gut. Ja, stimmt. In welchem antiken Land trugen die Herrscher den Titel Pharao? Ägypten. Ägypten, das ist ein Sinn, ja, tut es. Punkt. Frau oder Mann? Wer wird traditionell bei der Damenwahl aufgefordert? Die Dame wird aufgefordert. Von? Nein, die Dame. Die Dame. Bei der Damenwahl, der Herr. Die Zeit war um. Der Herr wird aufgefordert. Ja. Ja. Zeit war leider um. Schau mal, ihr. Dame, Herr, Dame. Ihr macht das aber echt spannend hier. Nice.
Welches Haustier ist denn die Zeichentrickfigur Tweety, die vom Kater Silvester gejagt wird? Ein Vogel. Maus? Jawohl, Kanarienvogel, Vogel, stimmt. Super hast du es gemacht. Frage 11. Der Name, welches in Südamerika typischen Hutes, wurde vom spanischen Wort für Schatten abgeleitet. Zylinder. Ich habe keine Ahnung. Du hast doch Ahnung. Sombrero. 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 Schatten. Aha. Was ist der kleinste gemeinsame Vielfache von 6 und 9? Das kleinste gemeinsame Vielfache von 6 und 9. 18? Ja. 18. Seht das, wenn er... Ihr wart schon wieder zu spät. 18! Oh! Es kam bei mir auch nicht früher. Kommen jetzt beide. 5 Sekunden. Die Balkanregion, ja? Liegt im Südosten welches Kontinents? Ja. Europa. Europa, ja. Oh Mensch, jetzt. Ich muss mich ein bisschen entspannen, dass man so, man zerdenkt alles. Ja, Feind, das Schlimme ist, ihr habt die Fragen gewusst, ihr wart noch zu langsam. Das ist, aber jetzt die letzte, dann haben wir gleich schon ein Stechen, was auch toll ist. Welche Röhre im menschlichen Körper transportiert die Nahrung vom Mund in den Magen? Speiseröhre. Ja, gleich. Oh, super. Röhre. Super. Eckart. Ich liebe Buzzern. Wir müssen schön buzzern, ne? Ja. Dann machen wir das. Oh Gott, das also, ihr habt einen Buzzer. Ja. Sobald die Frage kommt, ne? Ja. Könnt ihr raufhauen. Ihr dürft dann sofort buzzern. Ich höre dann aber auf zu lesen, ne? Wie das sie sagt, das, ne? Genau. Das heißt, ich buzzer nicht. Du nicht. Okay. Die Frage, die jetzt über 10.000 Euro entscheidet oder nicht, lautet: Welche Stadt ist die einwohnerreichste in Deutschland? Ja. Berlin? Berlin ist richtig! Jawohl! Boah, sag mal! Das ist doch meine Nerven so ein bisschen, ne? 10.000 Euro für euch, für einen guten Zweck mit der letzten, mit der Buzzer-Frage. Wo geht das Geld hin für Team Schwung, die 10.000 Euro? Ja, die 10.000 Euro, die gehen zu der DEBRA. Das ist eine Organisation für seltene Krankheiten. Die werden sich freuen, ist gut angelegt. Hat mir viel Spaß mit euch gemacht. Ihr wart ein richtig tolles Team zusammen. Alles Gute euch, danke euch. Und danke auch dem Olymp, wie immer an dieser Stelle, meine Damen und Herren. Das war Quiz der Olymp für heute. Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.